Ja. Möchten Sie einmal drehen, also, was wir hier wenn hier gewinnen kann, bei der Stiftungsfeier. Ja, ich stehe hier mit Frau Betsy Lichtentäler. Hallo. Hallo. Wir befinden uns hier beim Rheinland-Pfalz-Tag in Bad Ems. Ja. Sie sind auch hier vor Ort. Wie empfinden Sie das Treiben hier, den Trubel hier? Es ist wunderschön. Also Rheinland-Pfalz-Tag ist immer ein ganz großes Fest und hier Bad Ems hat wirklich toll was auf die Beine gestellt. Das Wetter ist super, die Leute sind gut drauf. Unheimlich viele Ausstellerinnen und Aussteller. Ich bin jetzt gerade auf der sozialen Meile unterwegs und treffe ganz viele Bekannte wieder und will da einfach meinen Hut vorziehen. Dieses große Engagement, gerade auch im ehrenamtlichen Bereich, ich bin total gern hier. Ich freue mich auch noch auf die anderen Bereiche. Und danach macht man, das heißt dann Klasse G, das ist dann für gepanzerte Radfahrzeuge. Das sind so werbende Bilder und was hinten dran steht, das ist ein unglaubliches Engagement, weit im Ehrenamt, mit der starken Unterstützung aus der Verbandsgemeinde und das zeigt, dass Bad Ems wirklich wie an vielen anderen Beispielen leistungsfähig ist. Toll. Vom Wetter her, von der Stimmung her, alles prima. Wie fällt bisher Ihr Fazit aus? Ja, einen schönen guten Tag nochmal für diejenigen, die ich noch nicht gesehen habe. Hallo Herr Hennemann, hallo Herr Ackermann. Also ein toller Rheinland-Pfalz-Tag. Kurz ausschütteln. Ausschütteln. Die nächste Runde macht ihr mal cool, macht mal mit dem Kopf so.